الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فاتقوا الله عباد الله. Es ist eine Barmherzigkeit Allah Ta'alas, dass uns im Jahr mehrere Saisons geschaffen hat, in denen wir neuen Ansporn finden und aus unserem routinierten Leben herauskommen können. Saisons, in denen wir uns mit Proviant der Gottesdienste, der Ibadat, füllen können und uns vom göttlichen Schauer der Huld und Gnade waschen lassen. Und da ist auch schon der Monat Ramadan, der bevorsteht und mit sich Freuden, Gutes und Segen bringt, gefüllt vom Duft des Iman, Schauer der Gottesfurcht und des Ihsan, der Monat der Reue und Vergebung, der Monat des Gedenkens, des Gebets und des Korans. Es ist der Monat, in dem der Koran als Rechtleitung für die Menschheit herabgesandt wurde, zur Unterscheidung zwischen Recht und Unrecht, wahr und unwahr. Allah Ta'ala sagt diesbezüglich über diese Handlung des Fastens: O die ihr glaubt, vorgeschrieben ist euch das Fasten, so wie es denen vor euch vorgeschrieben war. Auf dass ihr gottesfürchtig werden möget. Vorgeschrieben ist es euch an bestimmten Tagen. Dieser Vers zeigt, dass das Fasten die Gottesfurcht, die Taqwa veranlasst. Denn es tilgt die Sünden, licht die Fehltritte aus, verengt die Wege des Shaitan, treibt den Fastenden stets dazu, sich über die Präsenz Allah Ta'alas gewahr zu sein. Das Fasten ist eine Handlung, die viele Facetten des Guten in sich vereint. Den Monat Ramadan hat Allah Ta'ala unter den Monaten gekrönt mit Vorzügen und Sonderstellungen. Und darum obliegt es uns, seine Ankunft auszunutzen, sich auf seine Ankunft vorzubereiten, um aus ihm den höchsten Gewinn zu schlagen. Hinzu kommt noch, dass Allah Ta'ala in diesem Monat die Atmosphäre der Ibadah, die Atmosphäre des Gottesdienstes vorbereitet. Die Tore des Paradieses werden geöffnet, die der Hölle geschlossen. Der Gesandte Allah Sallallahu Alaihi Wasallam sagt in einem Hadith, der bei Bukhari und Muslim überliefert wird: Wenn der Monat Ramadan eintritt, werden die Tore des Paradieses geöffnet, die der Hölle geschlossen und die Shayatin in Ketten gelegt. Was bedeutet es, dass sie in Ketten gelegt werden? Hiermit könnte gemeint sein, dass sie wirklich in Ketten gelegt werden. Oder es könnte sein, dass es bedeutet, dass durch die Anbetung des Fastens ihre Einflusswege beschränkt werden und somit sich ihr Einfluss verringert. Ebenfalls sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam über das Fasten in einem Hadith, der bei Muslim überliefert wird: Jede gute Tat des Sohnes Adams wird vielfach vergolten, mit einem Zehnfachen bis zu 700-fachen ihresgleichen. Allah Ta'ala sagt aber, das Fasten stellt eine Ausnahme dar. Das Fasten stellt eine Ausnahme dar, denn es ist für mich und ich gewähre dafür Belohnung. Der Fastende verzichtet um meinetwillen auf die Befriedigung seiner Begierden und sein Essen. Für den Fastenden gibt es zwei Gelegenheiten der Freude: beim Fastenbrechen und am Tage, an dem er seinen Herrn treffen wird. Sein Geruch ist für Allah wahrlich angenehmer als der Geruch von Moschus. Das bedeutet, dass die Vervielfachung des Lohnes im Fasten keinen bestimmten Multiplikator hat. Und das zeigt, dass das Fasten gewaltig, unvorstellbar groß von Allah Ta'ala vergütet wird. Das Fasten ist nämlich eine Form der Geduld. Das Fasten ist eine Form der Geduld und der Standhaftigkeit. Und über diese sagt Allah Ta'ala: Gewiss, den Geduldigen wird ihr Lohn ohne Berechnung in vollem Maß zukommen. Ein Monat mit diesen Vorteilen sollte auf eine gebührende Art empfangen werden. Und wenn er nur den Vorteil hätte, dass die Sünden darin vergeben werden, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam über ihn sagte: Wer immer aus tiefem Glauben heraus und in der Hoffnung auf die Belohnung Allahs den Ramadan fastet, dem werden seine vergangenen Verfehlungen vergeben. Leider ist es aber so, dass sich viele Menschen zur Aufgabe gemacht haben, gerade diesen Monat
den Ramadan als Saison für Zeitverschwendung und Unfug zu nutzen, indem man seine Zeit im Spiel und Spaß vertreibt, in sinnlosen Gesprächen, indem man tagsüber schläft, den ganzen Tag verschläft und die Nacht über in belanglosen Gesprächen vertrödelt. Nimm dir die Zeit für dich selbst in Ramadan. Ruhe dich von deinem routinierten Leben aus. Erhole dich und dein Hirn von den sozialen Netzwerken. Und wisset, dass Ramadan nicht nur Fasten für deinen Bauch und dein Geschlecht bedeutet. Auch alle anderen Körperteile sollten mitfasten. Wir sollten fasten und auf das Verbotene ganzheitlich verzichten. Sieh es als eine Gelegenheit an, deine Gewohnheiten zu ändern. Und daher sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam über das Fasten, er sagte, das Fasten ist ein Schutzschild. Das Fasten ist ein Schutzschild. Deine Körperglieder müssen alle mitfasten. Sie müssen alle verzichten. Deine Augen müssen verzichten. Deine Zunge muss verzichten. Deine Hände und deine Füße. Und daher sagte der Gesandte Allahs, wenn jemand von euch einen Fastentag hat, dann soll er weder unanständig reden, noch herumbrüllen. Wenn jemand mit ihm zu streiten oder ihn zu schmähen sucht, dann soll er sagen, ich faste. Er soll das zu sich selbst sagen und sich selbst erinnern daran.